Ein Mann muss sterben, weil der Teufel es befiehlt. Wir müssen hier von einer regelrechten Hinrichtung sprechen. Den Auftrag vom Teufel wollen beide bereits Tage vor der Tat erhalten haben. Eine Ausrede für einen geplanten Mord oder echter Glaube an den Satan? Der Fall macht fassungslos. Blanker Wahnsinn. Perversion. Für mich sind diese Leute wahnsinnig. Witten im Ruhrgebiet, im Juli 2001, Schauplatz eines grausamen Verbrechens. Das Opfer, Sven A., kaltblütig in die Falle gelockt. Der Satansmord von Witten macht monatelang Schlagzeilen, nicht zuletzt durch das Auftreten der TäterInnen. Daniel Umanuela R. Unbeeindruckt vom Blitzlichtgewitter der Fotografen, von den Fernsehkameras, die aus nächster Nähe auf sie gerichtet sind. Alle sind sie wegen ihr gekommen und entsprechend setzt sie sich in Szene, präsentiert stolz ihre Tattoos. Fast scheint sie ihren Auftritt vor den Kameras zu genießen. Eine bizarre Geschichte auf den ersten Blick. Aber sie ist tragisch und brutal, wenn man genauer hinsieht. Hier wohnt im Jahr 2001 das Ehepaar Manuela und Daniel R. Sie haben sich ein Jahr zuvor über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Soweit so normal, bis man sich die Kontaktanzeige mal genauer anschaut. Mit diesem Text sucht Daniel damals in einer Metal-Zeitschrift nach einer Partnerin. Pechschwarzer Vampir sucht Prinzessin der Finsternis, die alles und jeden verachtet und mit dem Leben abgeschlossen hat. Auf die Anzeige des 25-Jährigen meldet sich die 3 Jahre jüngere Manuela. Die beiden treffen sich regelmäßig. Und zwar an ungewöhnlichen Orten wie Burgruinen oder Friedhöfe. Normalerweise würde ich sagen, okay, das ist abgedreht, aber jeder wie er will. Aber abgedreht bleibt es nicht. Die Beziehung der beiden wird im Laufe der Geschichte noch mörderisch werden. Durch die Lektüre von Büchern, die sich mit dem Satanskult beschäftigen und vor allem der satanistischen Bibel, lernte der Angeklagte die Durchführung sogenannter Blutopferrituale. Auch Manuela beschäftigt sich seit ihrer Jugend mit Okkultismus, also der Lehre von geheimen und übernatürlichen Dingen. Später dann mit Satanismus. Sie trifft sich mit Fremden aus dem Internet auf Friedhöfen und trinkt ihr Blut. Und Daniel ritzt sich ein umgedrehtes Kreuz in die Stirn. Obwohl die Angeklagte angibt, angeblich tagsüber nicht leben zu können, weil ihr das Sonnenlicht wehtue, arbeitete sie in einem Bäckereicafé in Witten. 1,5 Jahre nach ihrem Kennenlernen werden Daniel und Manuela vor Gericht stehen. Damals an Daniels Seite sein Verteidiger Hans Reinhardt. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, befand er sich in einer Haftzelle im Polizeigewahrsam in Bochum. Er war am Boden angekettet. Dein Kopf war kahl geschoren, es war gespenstisch. Und die Polizei sagte auch ganz klar, wir können den nicht einschätzen. Man muss ja seine Person im Lichte dieser damaligen Tatausführung sehen. Und da halten wir alles für denkbar, seien Sie vorsichtig. Dass Daniel dem Glauben an den Teufel verfallen würde, darauf deutete lange nichts hin. Daniel lebte ein ganz normales Leben. Er war bei der Firma ATU angestellt, sollte dort auch Geschäftsführer werden. Hat einen überdurchschnittlichen IQ von fast 140. Also er hätte jedes Fach, das man an der Universität studieren kann, sei es Medizin, Jura oder sonst was, problemlos bewältigen können. Aber Daniel entschied sich für einen anderen Weg. Was sein Anwalt mir erzählt, klingt wie aus einem Horrorfilm. Unterm Dach die Wohnung. Man geht hinein, man findet sofort einen riesengroßen Sarg, in dem die beiden als Ersatz für ein Bett geschlafen haben. An der Wand eine Todesliste mit diversen Personen namentlich erwähnt. Der Arbeitskollege, also das Opfer dieser Tat, abgehakt mit einem grünen Haken. An ihrem Fenster hingen Fotos von schwarzen Messen und der englische Schriftzug »Wenn Satan lebt«. Was ist Satanismus genau? Welchem Glauben, Kult oder welcher Sekte sind Manuela und Daniel verfallen? Sabine Riede, Leiterin der Sekteninfo NRW, hat Antworten. Ja, Satanismus ist gar nicht so einfach zu definieren, weil es hier eher um eine Szene, um ein Milieu gibt. Es gibt einen kommerziellen Satanismus, es gibt Satanismus nur als Protestbewegung. Allen zusammengefasst ist aber doch etwas, was sie gemeinsam haben. Und das ist, dass im Glaube und in der Ritualpraxis es gar nicht um die Verehrung von Satan geht, sondern darum, dass die Selbstvergottung des Menschen im Mittelpunkt steht. Es gibt auch eine Figur und auch ein
eine Satansbibel, auf die sich viele Anhänger des Satanismus immer wieder berufen, und das ist der Aleister Crowley. Letztendlich, wenn man dann so sieht, im Lebensalltag geht es immer wieder darum, das ist das, was Aleister Crowley vorgelebt hat, dass es darum geht, eine Gegenbewegung zum Christentum. Man möchte eigentlich das Christentum vernichten, das Christentum sei lebensverneint, vor allen Dingen auch würde es die Bedürfnisse des Menschen nur einengen. Daniel ist schon immer ein Außenseiter, denn er hält sich für etwas Besseres. Er hat sich selbst mit seiner Großartigkeit eigentlich ins Aus geschossen und konnte damit, auch obwohl er intelligent war, nur schwer in sowas wie einen Klassenverband oder einer Schule andocken. Er hat aber in seiner eigenen Andersartigkeit, also in diesem Ich bin großartig, in diesem satanistischen Kult total Anklang gefunden. Auch Manuela entwickelt aus einer jugendlichen Identitätskrise heraus die Überzeugung, sie sei anders als alle anderen. Geradezu grandios. Beide haben ja diese narzisstischen Anteile in sich tragend. Das bedeutet, wir haben hier zwei Personen, die sich jeder für sich schon sehr großartig hält. Und die treffen aufeinander und haben sowas wie ihr Gegenstück gefunden. Dem Angeklagten machte es in zunehmender Art und Weise Spaß, sich in den Mittelpunkt zu drängen und seine eigene Geltungssucht durch provozierendes und schikanierendes Auftreten zu befriedigen. Und dabei wird Daniel vom Mord nicht Halt machen und Manuela auch nicht. Ihre Auslegung des Satanismus bestärkt die zwei. Der Mensch wird verherrlicht, einschließlich auch all seiner Schattenseiten und dunklen Seiten. Und ich kann schließlich meine eigenen Wünsche ausleben, auch wenn ich damit andere verletze, ohne dass ich hier ein schlechtes Gewissen haben muss. Dann kommt der März 2001. Daniel hört angeblich Stimmen und erhält Befehle vom Satan. Nach dem angeblichen Erhalt dieser Befehle entschloss sich der Angeklagte, Manuela zu heiraten und einen Menschen zu töten oder, wie er es nennt, eine nutzlose Seele zu opfern. Vor Gericht werden Daniel und Manuela später aussagen, sie hätten geglaubt, durch ein Menschenopfer in Satans Armee aufgenommen zu werden. Die waren sicherlich eine Ausnahmeerscheinung, wenn man die Brutalität der Tat ins Auge fasst. Es war aber ein gesellschaftlicher Hintergrund oder ein Zeitraum, wo viel über Satanismus berichtet wurde. Eigentlich waren die Zeitungen fast jeden Tag mit irgendeinem Thema aus dieser Richtung voll. Und ich denke, dass das die beiden zumindest inspiriert hat und dass Satanismus zumindest hier die Hemmschwelle zu töten herabgesenkt hat. Es gibt auch heute noch Menschen, die sich als Satanisten bezeichnen. Silence ist einer von ihnen. Er gehört der Brotherhood of Samael an, die sich laut Website der Pflege der satanistischen Lebensweise widmet. Für mich persönlich ist es eine Opposition gegen bestehende Systeme. Ich widerspreche allen monotheistischen und polytheistischen Ansichtsweisen. Für mich existieren keine Götter, keine Dämonen, nichts dergleichen. Der Satanismus treibt uns dazu an, besser zu werden in jeder Lebenslage, aber natürlich auf dem Boden des Grundgesetzes, denn Kriminalität jeglicher Art lehnen wir strikt ab. Silence hat eine Freundin und arbeitet in einem Logistikunternehmen. Den Teufel anbeten, wie Daniel und Manuela es taten, liegt ihm fern. Der moderne Satanismus ist atheistisch geprägt. Wir glauben an keinen realen Teufel und auch nicht an Gott. Und letzten Endes sehen wir Satan als Symbol für die Urkraft in uns selbst, die uns antreibt. So ein Fall wie der Satansmord von Witten. Was sagst du als Satanist dazu? Ich wusste ganz genau, was passiert. Es wird ein Spießrutenlauf für die Leute, die schwarz rumlaufen. Und es war auch so. Ich bin mit meinem Mantel durch die Stadt gegangen. Einfach so. Ich hatte auf einmal riesengroßen Platz um mich herum, weil die Leute alle gedacht haben, das ist auch so einer. Es war einfach ein kaltblütiger Mord unterm Deckmantel des sogenannten Satanismus, was aber völliger Quatsch ist, weil mit unserer Philosophie, wie wir sie sehen und wie sie vertreten, hat das rein gar nichts zu tun. Wir Satanisten schätzen das Leben und nicht den Tod. Manuela und Daniel ticken ganz anders.
Beide haben sich gegenseitig hochgeschaukelt. Jeder hatte natürlich ein Problem. Nach Aussagen der Psychiater war jeder für sich narzisstisch. Aber dadurch, dass man zusammengefunden hatte, hat jeder dem anderen noch die eigene narzisstische Seite mitgegeben. Quasi als zweite Seele, als zweiter Teil. Und das Ganze gab dann die tödliche Mixtur. Und deshalb wird Daniels jahrelanger Arbeitskollege Sven A. sterben. Der 33-Jährige war einer der wenigen Menschen, mit denen Daniel noch regelmäßig Kontakt hatte. Sven A. war ein höflicher, etwas zurückhaltender, gleichwohl lebensbejahender und netter junger Mann. Liebhaber der Musik der Beatles und bekennender Christ. Ich finde es ja total schrecklich, dass dieser eine nette Mensch, der noch Kontakt zu Daniel hielt, obwohl er im Alltag immer unangenehmer, dominanter und aggressiver wurde, am Ende als Opfer ausgewählt wurde. Ich finde das eiskalt. Am 6. Juni 2001 führen Daniel und Manuela, wie sie glauben, Satans ersten Befehl aus und heiraten. Einen Monat später wollen sie seinen zweiten Befehl ausführen. Unter dem Vorwand einer Abschiedsparty lädt Daniel seinen Kollegen für den Abend des 6. Juli 2001 zu sich nach Hause ein. Der Grund für die Party ist die angebliche Auswanderung des Ehepaars nach Transsilvanien. Das Opfer freut sich so sehr auf eine ausgelassene Party, dass er sogar bei der Arbeit Bescheid sagt, er würde am nächsten Tag eine Stunde später kommen. Sven A. sitzt mit dem Ehepaar im Wohnzimmer. Gegen 19.30 Uhr steht Daniel auf und verlässt den Raum. Er kehrt mit einem Hammer zurück und schlägt Sven damit auf den Hinterkopf. Dann befiehlt er Manuela, zuzustechen. Nach der Tat ritzt Manuela ein Pentagramm in den Bauch des Opfers und spricht mit Daniel ein Gebet zu Satan. Hinter dieser Scheibe wurde gestern die Leiche eines ca. 30 Jahre alten Mannes gefunden. Manuela und Daniel sind auf der Flucht. In einem Brief an ihre Mutter hat die junge Frau einen möglichen Selbstmord angedeutet. Beide Angeklagte, in gewisser Weise durch die Geschehnisse beeindruckt, waren nunmehr nicht mutig genug, tatsächlich ihrem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Manuela und Daniel begehen den für nach der Tat geplanten Suizid nicht. Stattdessen beginnt eine Jagd. Von Manuela und Daniel, den mutmaßlichen Mördern aus Witten, fehlt noch immer jede Spur. Die Polizei hält das Paar für äußerst gefährlich. Es könnte weitere Verbrechen begehen. Man hat das Auto genommen, holte sich eine Kettensäge und einen Benzinkanister. Und dann fuhren beide Richtung Sondershausen in Ostdeutschland. Das ist ja eine Wallfahrtsstätte für Satanisten. Und auf diesem kleinen Friedhof in Sondershausen gab es eine Kapelle, die sollte abgebrannt werden. Deshalb hat man das Benzin mitgenommen. Unterwegs hatte man noch einen Raubüberfall durchgeführt, indem man in eine Apotheke ging und die Apotheke ausraubt und ähnliche Dinge. Das kam hinterher nicht mehr zur Sprache, weil es letztendlich wegen dieses Startgeschehens zurücktrat. Sechs Tage nach dem Mord am 12. Juli 2001 wird das Paar gefasst. Um 9.30 Uhr heute Vormittag endete die Flucht von Manuela und Daniel in Jena. Im Stadtteil Mauer, unweit der Autobahn 4, konnten die beiden überwältigt werden, als sie zu ihrem Wagen zurückkehrten. Der helle Opel Vectra mit Aufschriften wie Kadaververwertungsanstalt und Soko Friedhof war bereits am Montag an einer Tankstelle in Sondershausen aufgefallen. Noch heute Nachmittag wurden Manuela und Daniel mit einem Polizeihubschrauber von Jena nach Bochum geflogen. Hier sollen sie zur Tat vernommen werden. Beide haben von Anfang an zugegeben, dass sie am Freitagabend in der Wohnung in Witten den Arbeitskollegen des Herrn getötet haben. Sie haben von Anfang an kein Hehl daraus gemacht, dass sie es waren. Sie haben nichts bestritten, nichts beschönigt. Etwa 66 Stich- und Schlagverletzungen im Bereich des Kopfes und des Rumpfes, wobei als Tatwerkzeuge in der Wohnung sichergestellte Messer und ein sogenannter Zimmermannshammer in Betracht kommen. Im Januar 2002 beginnt der Prozess gegen die beiden und damit auch eine Riesenshow. Sie hat ja gesagt, es war nichts Persönliches. Wir haben den sogar ganz lieb gehabt, den aber wir mussten eine Opfergabe bringen. Das bedeutete für ihn doch nur, dass wir ihn von seinem schäbigen, hässlichen menschlichen Fleisch befreit haben. Seine Seele ist jetzt vom Teufel angenommen. Es geht ihm jetzt besser als vorher. Das heißt, sie ist der Meinung, in missionarischer Verkennung natürlich zum Wohle des Opfers gehandelt zu haben. Das psychiatrische Gutachten über das Satanistenpaar aus Witten liegt nach einem Zeitungsbericht jetzt vor. Die beiden Tatverdächtigen sind nach Einschätzung der Psychiater schuldfähig. Die beiden behaupten, sie seien keine Mörder.
Sie hätten ja schließlich nur im Auftrag des Teufels gehandelt. Und Daniel machte einen, wie ich finde, ziemlich makabren Vergleich. Wenn ein Auto einen Menschen anfahre, wäre ja auch nicht das Auto angeklagt, sondern der Fahrer. Was steckt wirklich dahinter? Also glaubten die beiden wirklich an den Teufel oder war das nur eine Ausrede? Der Glaube an Satan und auch an diese Möglichkeit als Diener Satans, sich immer weiter in der Grandiosität zu steigern, das war sicherlich ernsthaft und auch echt geglaubt. Aber es ist schon dringend nötig, das auch von einer Psychose, einer Wahnvorstellung abzugrenzen. Das sind eher kognitive Verzerrungen, innere Einstellungen, Werte und Normen, die man so integriert hat, dass man nach denen lebt. Daniel wird zu 15 Jahren, Manuela zu 13 Jahren Haft verurteilt. Beiden wurde attestiert, an einem krankhaften Narzissmus zu leiden. Die Folge ist, dass das Gericht angeordnet hat, eine psychiatrische Behandlung in einer forensischen Einrichtung durchzuführen. Manuela ist nach Eichelborn gekommen und die Behandlung fruchtete dort auch. Sie ist nach 9 oder 10 Jahren entlassen worden als geheilt. Ja? Bei Daniel war das etwas anders. Bei Daniel fühlte sich völlig als Fremdkörper in der Psychiatrie. Er war 2 Jahre in Düren und stellte dann fest, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Alle um mich herum sind verrückt, aber ich bin eigentlich ganz normal. Und ist dann wieder zurückgegangen in die JVA Bochum. Daniel sitzt seine gesamte Strafe ab, muss sogar noch ein Jahr länger im Gefängnis bleiben, weil neue Mordvorwürfe gegen ihn laut werden. Die stellen sich jedoch als falsch heraus. Manuela kann ihre Haftstrafe durch die Therapie verkürzen. Heute sind beide frei. Ja, beide haben für sich ein völlig neues Leben beschritten. Was sie genau machen, ist geheim und bleibt völlig inkognito aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Sie leben in familiären Verbänden, auch an einem anderen Ort, nicht mehr hier im Ruhrgebiet und in der Umgebung. Und das ist letztendlich auch gut so, denn man muss ja auch mal zur Ruhe kommen können. Ja, Menschen verdienen eine zweite Chance, aber diese Chance hatte das Opfer nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like, abonniert den Kanal und schaut euch unbedingt auch unsere anderen Fälle an.